Hey, Schorsch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 6. Es ist schön, Hol wieder dabei zu haben, muss ich sagen. Yay! Weil, ja, Fun Fact, für euch ist das hier jetzt eine ganz normale Episode, die einfach ganz normal anfängt, als wäre nie was passiert. Witzigerweise, bei uns liegen ein paar Tage dazwischen. Witzigerweise, ich stand dann hier, auf einmal, dünn, Hol es weg. Mein Internet war tot. Ist bei uns ein Blitz eingeschlagen. Ich hatte keine Glotze, kein Internet, kein gar nichts. Und seitdem standen wir hier. Hat gedauert. Aus lauter Frust habe ich diesen Korb hier geschlagen. Und übrigens, ich habe meine Aufnahmen nochmal gecheckt. Ich habe keine Ahnung, wo ich dieses Sturmgewehr hierher habe. Aus dem Spind! Mag es sein, dass ich es vielleicht übersehen habe, aber... Fahrrad schubsen. Alter, das Fahrrad ist... Alter, das Fahrrad ist übertrieben! Ah, jetzt ist es mal umgefallen. Hier ist noch eine Kiste. Ich hab gedacht, das Fahrrad könnte nicht umfallen. Es ist zu mächtig für dich. Das sowieso. Noch ein Fahrrad. Das sind ziemlich riesige Fahrräder hier, möchte ich mal so sagen. Das sind Fahrräder für große Jungs. Kistentreten. Was ist da hinten mit dem Fahrrad los? Ich habe gerade nonstop noch das. Du hast es reingegaggt. Wo ist das Fahrrad hin? Das ist in die Ecke da reingeprügelt. Bei mir ist das andere Fahrrad verschwunden. Hier waren zwei. Jetzt ist noch das eine hier. Alter! What the fuck? Moment! Warte mal! Also das eine Fahrrad, das du vorhin hattest, das ist umgefallen. Das liegt da im Container. Bei mir ist... Ich hab es doch auf Tape. Ich hab hier keine Fahrräder mehr. Das eine ist jetzt gerade irgendwo da hinten hingeflogen. Na, ich nehme einen Roller. Ja, nimm du mal deinen Roller. Ich muss mal gucken. Ich habe so viel Munition für so viele verschiedene Waffen. Das glaubst du gar nicht. Und jetzt könnte auch wieder daran liegen, dass ich... Ja, ich habe wieder eine Fickelion von diesen scheiß Sprengsätzen. Kisten! Übersehen. Da hört jemand Radio. Echt? Boah, kann ich das Mofa auch durch die Gegend gängen? Nö, das Mofa ist zu... Da, was passiert, wenn ich das Ding jetzt... Das interessiert mich jetzt. Offenbar... Was? Ach, hier ist eine Kiste mit Arscherfahrung. Yay, schade. Erfahrung, die habe ich mir immer gewünscht. Schade, jetzt. Ich stelle das Ding jetzt einfach hier. Oh, fuck it. Das Fahrrad ist in der Truhe. Komm mal her, ist das bei dir auch so? Ja, warte mal, ich geh mal weg. Wo liegt es jetzt? Immer noch in der Kiste. Ach, das krieg ich rausgeballert. Ohne Scheiß, die Fahrräder, ne? Ventilatoren. Körbe. So, greift uns jetzt auch mal wieder was an? Ich vermisse irgendwo das Gefühl, angegriffen zu werden. Nochmal ein Arsch voller Erfahrung. Yay. Du meinst das Gefühl der Bedrohung, nachdem du diese Over-the-Top-Aktion abgezogen hast? Ey, komm, das mit dem Motorrad war badass. Moment, warte mal. Moment. Look, these terrorists have unleashed bioweapons on our country. Ich hab doch ja gerade eben irgendwo so einen Mega-Erfahrungsklumpen rumliegen gehabt. Wo ist denn der? Da, in der Kiste? Hier? Komischerweise, ohne Scheiß. Ich stand hier, als es mir zum ersten Mal aufgeploppt ist. Okay, das ist merkwürdig. Ah, da merkt man wieder, mit wie viel Liebe zum Detail man dieses Spiel programmiert hat. Da, guck mal, ich habe noch so ein Schlangenabzeichen abgeschossen, damit ich die Plotpunkte lesen kann. Juhu. Sorry, aber da werde ich jetzt drauf rumreiten. Ihr habt's ja nicht anders gewollt. Ihr wollt Krieg, willst du die ihr Kisten kriegt hier Krieg. Hey. Achso, da waren Kisten? Ja. Habe ich da Kisten? Ach da, ups. Nee, ich sag ja. Du wolltest wo auf irgendwas rumreiten. Ja, ihr meint, diese wichtigen Plotpunkte stehen in diesen Sachen, die man sich durch die Schlangenabzeichen kriegen kann. Ich kann ja jetzt Plot lesen, wenn ich Bock drauf hätte. Ihr wollt Krieg, ihr kriegt Krieg. Resi-Krieg.
Ich sag's mal so, ich wurde in der Generation groß, da wurden die Inhalte in Textform innerhalb des Spieles verpackt. Ja, ich hab zum Beispiel auch im vierten, da war es ja auch so. Da hast du die Dinger gefunden und konntest sie direkt lesen. Oder später, wenn du Bock drauf hattest. Und wenn du sie gelesen hast, hast du meistens auch noch einen nützlichen Vorteil daraus gezogen. Ja, irgendwie ja immer Infos für Schwachstellen über Gegner, ne? Eben. Weil in den Lewis-Bericht nicht auch so, über Schwachstellen von wegen hier, anfällig für dies und das, Landgranaten und Pipapo. Hallo, ich möchte hier mal weg. Ich kann hier nicht weg. Ach toll, was zum Geier? Danke, cool. Kamera. Was zur Hölle? Meine die Kamera hat mich jetzt einmal rundherum getragen, nur damit mich der konnte. Meine gesamte Energie ist weg. Und jetzt sehe ich nichts mehr. Sei dankbar. Was hat meine gesamte Energie gefressen? Während uns dieser kleine Scheißer hier da rundherum gehangelt hat, hat uns dieser komische Jelly-Beans-Arm-Fuzzi hier da durch die Botanik gekeilt. Ernsthaft? Das war das? Ja. Die schöne Kamera hat mich jetzt einmal 360 Grad in der Botanik rumgewirbelt, bis ich endlich mal gesehen hatte, was mich da greift. Ich hab nichts gesehen. Bei mir war es einfach nur ein ewiges Hin und Her. Weißt du, wenn das Spiel nicht weiß, was es von einem will. Oh Mann, ich möchte das Deckungssystem nicht nutzen. Da meinten auch schon einige von euch, das ist ein total gutes Deckungssystem, wenn wir es mal nutzen würden. Ja, wenn das Spiel es mir erlaubt, wenn ich es nutzen möchte. Aber es kommt immer dann zunutze, wenn ich es nicht möchte. Und versaut mir alles. Man kann nicht viel erzählen, aber nicht, dass diese kontextsensitive Scheiße gut sein soll. Nee, ich will einfach nur schießen und manchmal lehnt er sich dann einfach irgendwo an und versaut mir damit alles. Warum bist du jetzt umgefallen, Mädchen? Wir haben nicht immer mehr geschossen. Also Leute, ein bisschen Verständnis auf mich müsst ihr da mal auch haben. Geht nicht immer nur um euch. Wo war denn der jetzt schon wieder? Hä? Wo ist der Kerl mit seinem Arm? Ach, da! Hä? Kam der nicht gerade von rechts? Die haben beide einen. Hä? Ja, hallo, darf ich mich jetzt auch mal wieder bewegen? Darf ich auch mal wieder mitkämpfen? Auch raus, eben stand er vor mir, jetzt liegt er überall im Flur verteilt. Ernsthaft mutiert und jetzt auch noch... Hey, ja, ist klar. Was kommt denn nun? Also die Kombi hatte ich jetzt auch selten gehabt. Nee, also nur mal so, Leute. Ihr seid da manchmal ein bisschen großkotzig. Muss ich schon sagen. Also manche von euch. Ach, die entwickeln sich gar nicht. Das ist auch merkwürdig. Ich meine, ist jetzt einfach da und tut nichts. Hä? Kannst du ihn als Deckung benutzen, oder was? Warte mal. Nö. Oder? Doch. Leute, aber sorry. Was ich an dem Deckungssystem halt nicht mag, ist... Es schlüpft. Nochmal kurz, um auf den Punkt da zurückzukommen. Was ich an dem Deckungssystem an sich nicht mag, ist, dass es halt automatisch ist. Ich hätte mir ein Deckungssystem gewünscht, was... Ja. Ihr wisst schon. Weniger ins aktive Spielgeschehen reinpfuscht. Ja, man könnte es so sagen, ja. Hart gesagt. Also ganz ehrlich, das beste Beispiel war immer noch die Backflash-Kampagne von Chris. Worauf willst du hinaus? Jedes Mal, wenn man zu nah an der Kante gestanden ist, hat man plötzlich die Wand geknutscht, anstatt den Gegner anzuvisieren. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier A drücke, das geht ja noch. Aber, warum legt er sich hin? Das sollte keine Funktion sein. Ich meine hier, wenn ich ziele und dann, das ist gut, das kann man so hinnehmen. Und wenn ich dann lenke, dass er dann zielt. Aber auch wenn ich jetzt nach hinten lenke, dann legt er sich automatisch hin und das verstehe ich nicht. Da musst du nicht hochholen, das war nur für mich. Da gibt's auch nichts. Ich musste da halt nur hoch, um die Tür hier aufzumachen. Ich habe meinen HUD schon wieder auf die falsche Seite gesetzt. Mein Alter. Okay, jetzt muss ich mal kurz auf mich warten. Mein Handy-Akku ist fast leer. Handy. Ja, wie gesagt, Leute, ich meckere wirklich ungern mit euch, aber...
was ich ja so süß gefunden habe, da, was war es, im vorletzten oder im letzten Part? In dem, wo ihr jetzt gesehen habt im Grunde. Ja, also, was meinst du? Worauf willst du hinaus? Hat auch einer gemerkt, ah, ich kann mir das nicht angucken, wie die über das Spiel motzen. Sondern freier raus. Den Kommentar habe ich gar nicht gelesen. Glaube ich, so 19 Stunden. Gar nicht gelesen. Ja, dann guckst du dir nicht an, Gott. Ich bin mal ganz ehrlich, wenn einem nicht mal frei steht, seine Meinung zu dem Spiel zu sagen. Wenn ich hier nicht mal meine Meinung sagen darf, dann brauche ich auch nicht mehr aufnehmen. Dann kann ich wir stolpern, was könnte dort sein? Nur mal so, wenn ich jetzt hier nicht mal mehr meine freie Meinung zu diesem Spiel hier geben darf, dann kann ich auch gleich meinen Job als LPer kündigen. Kann ich zu TGN gehen und sagen so, hier, kündigt. Ist scheißegal, ich mach den Scheiß nicht mehr. Ich darf meine Meinung nicht sagen. Es bockt nicht mehr. Wow! Hallo! Hallöle! Na? Also wenn ihr mir hier nicht... Ihr könnt ja gerne eure Meinung äußern, aber dann bitte ohne direkt pissig zu werden. Man muss halt immer hinnehmen, ihr könnt eure Meinung frei äußern. Ja, ihr müsst auch damit rechnen, dass andere das auch tun. Ihr könnt eure Meinung hier frei äußern. Ich tue es ja auch. Ich werfe euch ja auch meine Meinung um die Ohren. Nur dann bitte seid... Ich bin ja hier nicht mal persönlich im Grunde. Ihr werdet ja gerne mal persönlich dabei noch. Komm mal zu mir. Was ist das? Sieht aus wie ein geschmolzener Truthahn. Meinst du, es ist der Truthahn, den wir aus dem Flugzeug geschmissen haben? Das könnte gut sein. Aber woran ist der gestorben? Wenn ich das wüsste. Oh Gottchen, jetzt hör doch mal auf zu stolpern hier. Akuter Zahnstocher überbiss. Also wie gesagt, Leute, ich meckere wirklich ungern mit euch, aber manchmal seid ihr wirklich unerträglich. Weil ihr dann einfach mal ziemlich privat werdet, sag ich mal. Naja, nicht privat, das ist das falsche Wort. Direkt. Ja, na direkt ist es eigentlich auch nicht. Penetrant? Nee, das ist es auch nicht. Hä? Ich soll doch darüber, oder? Ich meine, da ist eine Leiter. Aber ich kann... Hä? Soll ich hier so? Ah, nö, geht nicht. Okay. Boah, das Stolpern, ne? Das ist so ein tolles Feature. Komm, wir gehen einfach durch die Tür hier. Mich stört das. Da oben ist noch eine Leiter und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich krieg da keine Option. Nur so viel... In der Ecke rennst du später mit Adas Kampagne rum. Also ich glaube, das ist eher ein Weg, der für Ada gedacht ist. Das ist ja Bullshit. Naja, du erinnerst dich noch an Resi 4? Ja, klar. Sie hat ja wahrscheinlich wieder ihren super Überenterhaken. Der total toll ist. Okay. So. Also nochmal abschließende Worte. Wenn ihr das Spiel mögt, mögt es. Mir persönlich macht's hier eine Menge... Ja... Wie gesagt, ich habe es mir irgendwo zur Aufgabe gemacht, das ziemlich genau unter die Lupe zu nehmen. Gerade weil so viele halt meinen, Resi 6 ist voll grauenhaft, schlimmstes Spiel seit Jahren und so. Und ich bin nicht mal, ich bin jetzt gerade auf dem Level, ich sag mal, es ist nicht mal wirklich schlimmste. Ich habe schon mal Schlimmeres erlebt. Aber ich habe es mir halt zur Aufgabe gemacht, da mal ein bisschen genauer eine Schrotflinte jetzt auch noch? Ich habe eine Schrotflinte gefunden hier. Was? Da lag für dich eine Schrotflinte? Ja, da in dem Ding drinne. Hier, da drinne. Da in dem Spind, da wo du genau vorstehst, genau. Einfach so. Liegt hier rum. Ja, wahrscheinlich war das die. Ich geh jetzt in meinen Schrank und bleib da drinne. Hast du nur davon? Ja, du fällst überhaupt nicht auf da drin. Ist das echt so schlimm? Ich kann mal einen Screenshot davon machen. Warte, geh du mal rein. Vielleicht ist das bei dir dann auch so? Na, ich bin Kopf kleiner als du. Also bei mir könnte man, glaube ich, nur den Kopfansatz sehen. Nee, man sieht dich auch vollkommen im Grunde. Deinen gesamten Kopf. Weißt du, und in den scheiß Dingen habe ich mich verstecken müssen, als mich die Typen in der Dusche gestalkt haben. Wie blind müssen die gewesen sein? Welch Zufall! Autsch! Autsch! Au! Nee. Also, ich höre jetzt auf mit euch zu meckern. Ihr lasst mir meine Meinung. Ihr, wenn ihr das Spiel mögt, könnt ihr es mögen. Fakt, wir lassen uns in dem Punkt jetzt in Ruhe. Niemals. Ich schmelze! Oh Gott, dieses Ding kommt so
Und Fakt ist halt, ich bin kein Freund von dem Deckungssystem. Weil wenn ich in Deckung gehen möchte, gehe ich in Deckung. Und nicht, wenn das Spiel möchte, in Deckung zu gehen. Oh, Jaygun, schütze mich. Au, Truthahn! Nee, das ist kein Truthahn, das ist ein Leguan. Bah! Och, jetzt komm schon, ich sterb hier schon wieder. Steh auf, Mann! Pfeif ja schon wieder aus dem letzten Loch. Ja, ich auch. Weil diese Leguan-Biester, die drücken ja gigantischen Schaden. Tot? Ach ja, stimmt, der Leguan braucht 3 Jahre, bis er stirbt, da war ja was. Wow, Arschloch! Das war eigentlich Verschwendung, aber egal. Ich mag es nicht. Ja, ist fair Spiel, dass ich nicht mal zielen darf, bevor die mich da mit 3 schweren Maschinengewehren in den Mangel nehmen. Krasse Werbung. Und Bong! Hat der ne... Ach ja, ich dachte, der hatte so eine Heavy Machine Gun. Ja, mit denen halten die mich gerade hier in Schach. Oh Gott. Hä? Mich fuckt gerade mein Visier so ein bisschen ab irgendwie. Doch, Mädchen, steh auf. Nicht noch ein Leguan. Oh, die Biester, ne? Endlich mal eine ruhige Ecke, wo ich mir einen Midi reinwerfen kann. Schlechter Zeitpunkt zum Nachladen. Oh, Alter. Boah, Weg offen. Ich hab hier einen Leguan vor mir, sorry. 2 sogar, oh shit. Da. Also ich hab hier einen ganz... What the fuck? Boah, bleib doch mal stehen, ihr Mistviecher. Piss off. Du auch. Ruhe. Okay. Leguan-Problem beseitigt. Nee, das hier. So. Oh, da hinten liegt noch Stuff and Stuff. Fucking Leguan. Ich hab doch hier... Bist du das, der hier rumläuft, oder? Ich hab dir die Tür geöffnet. Achso, ich dachte, da läuft hier noch so ein Jav rum. Ich weiß nur nicht, was mit mir was da oben war. Hm. Ich hab einen auf dich geschossen aus Reflex. Stehst auf einmal hinter mir. Hm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Manometer. Das möchte ich auch nur noch mal so hinzufügen. Das ist nun mal so der Job eines LPers. Wir sollen nun mal unsere Meinung dazu sagen. Wir sind ja mittlerweile nicht mal mehr so die Unterhaltungsshow. Wir sind ja mittlerweile schon fast, ja. Kann man das so sagen, dass wir so eine Art Magazin sind? Oh, wir sollen Meinung kundtun, die entsprechend ist. Ja, eben. Also, und das tue ich ja auch. In verschiedenen Arten und Weisen. Zum Beispiel auf Facebook poste ich hin und wieder mal Reviews. So aus meiner Sicht. Mhm. Zum Beispiel, dass Bound by Flame eine ganz große Enttäuschung für mich war. Obwohl ich voll wollte, dass das Spiel toll ist. Tja, das hatte ich damals auch von Resi6 gewollt. Ja. War das ein Schwarzfahr? Guck mal, wer nicht fehlen darf. Da hab sogar ich keinen Respekt vor. Ich hab Angst vor Kettensägen, aber du siehst aus wie ein fucking Bionicle. Vor allem, weil das Ding stronzen langsam ist. Das Ding sieht aus wie ein fucking Bionicle. Ein Tackle. Ach so, euch gibt's auch noch. Ein Tackle. Noch ein Tackle. Ich meine, ohne Scheiß, die sehen aus wie ein verdammter Bionicle. Das Schöne ist, ja, es hat in seiner Seele ein Herzchen. Ernsthaft? Ja. Hat es auch ein Hirn, weil es bewegt sich ziemlich langsam. Und benimmt sich wie ein Toastbrot. Kill it. Die Säge sieht auch ein bisschen aus wie ein Schlüsselschwert. So ein bisschen.
Er klingt auch schon so ganz motiviert. War's das? Davor hab nicht mal ich Angst. Und ich habe in der Regel Angst vor Kettensägen. Ohne Scheiß. Alles, was bei mir irgendwie wie eine Säge klingt, da geht's mir kalt den Rücken runter. Als ich das allererste Mal in Salvador in Resident Evil 4 gefunden habe, hatte ich Schiss. Wie es in Resi 5 aussah, wisst ihr auch, aber der da? Ist da oben noch Stuff and Stuff? Ja, also wie gesagt, sorry, aber der sah für mich mehr aus wie ein Bionicle. Man, guck dir das Ding jetzt mal genau an. Oh ja, das tue ich mir jetzt auch mal. Moment. Legen sich die scheiß Sägenblätter noch? Das ist ja meine richtige Kettensäge! Das ist... Alter, tatsächlich, die Sägenblätter bewegen sich noch. So. Oder ist das überhaupt ein Sägeblatt? Das sieht eher aus wie so Gumminoppen. Weißt du, wonach das aussieht? Hä? Wie ein Kamm. Wie ein übergroßer Kamm. Irgendwie ja. Und wie sieht das Ding an sich aus? Ziemlich undeformiert. Sieht aus wie... Ich habe das Gefühl, dem Ding wächst ein Kaktus im Gesicht. Sieht eher aus, als ob einer ins Gesicht geschissen hätte. Dann ziemlich verbrannt. Sorry, aber du wirkst aus meiner Sicht nicht bedrohlich. Und sogar der aus 5 hat mir mehr Schiss gemacht. Also das ist... Vor allem einfach so random da. Ja, weißt du, vor allem auch noch so versagerig im Grunde. Der ist von einem Zug gefallen. Naja, gut. Ist er ein Schwarzfahrer oder was? Haben wir jetzt hier Kettensägen-Schwarzfahrer oder was? So, sofern, hast du dich heile gemacht? Sofern man das ja Kettensäge nennen kann. Der Part ist sowieso vorbei. Ich mein, wenn man ganz viel Fantasie hat, ist es entweder ein Phoenix Wright Objection Finger von der Seite oder ein Penis. Mit einem Herz. Tatsache, du hast recht, er hat echt ein Herz da drinne. Ein waschechtes Herz. Naja, wir lassen nicht mal liegen. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. Nee.